days has left many residents in some of the pair. Why are you doing this? The pretties my little girl has given me! Gut geschlafen? Unsere Tochter mag dich wirklich sehr. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Das riecht gut, nicht wahr? Iss das alles auf und werde einer von uns. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Aber du musst alles aufessen. Wow! Das sieht köstlich aus. Wirklich. Sieht lecker aus. Oh, gut. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Warte! Gibt's nichts anderes? Nein, du brauchst gar nichts anderes! Jetzt ist dein verdammtes Essen! So, Mahlzeit, Freunde, und ein herzliches Willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Wir haben Resident Evil 7 drinne, und zwar und spezial... Ich muss etwas unternehmen. Ja, richtig. Das Schlafzimmer-DLC. Wir sind Clancy. Ja, aus Beginning Hour. Irgendwie aus der Demo und stellenweise aus der Rückblende des Hauptspiels. Der Kameramann. Ne? Der verschwunden ist. So, dann schauen wir doch mal. Löffel F. Den krallen wir uns immer. Erst einmal. Und ich glaube wir... Nein. Löffel damit nicht benutzen. Und ich bin der Meinung, wir müssen einfach entkommen hier aus dem Schlafzimmer. Schauen wir mal. Tada. Okay, das ging leichter als gedacht. It is dunkel wie Bärenarsch. Taschenlampe, oder? Okay, schauen wir uns mal um. Da ein Messer dahinter? So. Nice. Okay. Schön. Messer ist schon mal sehr schön. So, was haben wir hier? Feuerzeug. Das nehmen wir auch mit. Kann man das hier noch irgendwas? Nö. So. Mit einem starken Ruck. Na bitte. Oh, ist das? Dieselbe Zeit wie alle anderen Ohren. Ah. Ach ja, genau, das ist das, das Omas Schlafzimmer, wo wir jetzt sind. Ne? Oh, schon krass wieder hier zu sein. Okay, man kann anscheinend... Hier muss man ein paar Bilder wahrscheinlich hinhängen, würde ich mal sagen. Können wir rausgehen? Von der anderen Seite verschlossen, okay. Es muss einen anderen Weg hier rausgeben. Das mit dem Löffel öffnen. Das kannst du hier nicht verwenden. Hier haben wir noch ein Bild. Oh. Na, das wird nichts. Ich fass das nicht an. Unterm Bett. Das ist eine Art Tür. Ja, das müsste auch der Weg zu Lukas Fallenlabyrinth sein, ne?
Nein, ich hab's kaputt gemacht. Kaputte Uhrzeiger. Aber damit könnte ich ja mal probieren, den Ponoricchio zu machen. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht zu laut sein dürfen oder. Haha, hallo. Yes, komm schon. Aha. Was war das für ein Lärm? Was? Nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Ja, na dann, ab ins Bett, mein Freund. Oh, schnell, 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 schnell. Mach zu, das Ding. Macht er das nicht zu? Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Macht er die Handschellen nicht zu? Hab ich jetzt irgendwann die... Ich warte mal auf Margarete jetzt. Ah, okay, ah, der macht er so zu. Veränderungen im Raum. Hm? Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Oh, Schwein gehabt, dass wir die Lampe in Gang haben. War ganz lecker. Komm schon, iss auf. Nein. Ich hab das nur für dich gemacht. Du, ich bin schon so satt, das war so ich bin toll sehr lecker. Bald wieder da. Ah, schön. Schön. Tschüss, ne? Ja, ne? Mach dir zu, ne? Tschüss, tschüss. Okay. Wir haben jetzt hier das Bild, dann können wir hier drüben die Bilder hinhängen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier. Darf ich hier rennen? Irgendwie ist das zu laut. Titelloses Gemälde. So, okay. Dann würde ich mal sagen, hier, das. Kleine hin. Das nehmen wir uns. Das. Und du kommst dann. Nee, Nadel, Alter. Ja, was für eine. Oh, schön, schön makaber. Okay, ich würde mal sagen, ich nehme die Bilder wieder gleich mit. Weil wenn die Alte jetzt reinkommt, irgendwie muss er schnell gehen. Das hing da, sehr schön. Komm, das. Muss ich jetzt auch eine gewisse Zeit einstellen, oder? Wissen wir, wie spät es ist? Scheiße. Scheiße, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Uhrzeit damals war. Ja, wir haben ja hier eine Uhr. Ja, oder auch nicht. Oder doch. Um 5. 5 Uhr. Eine riesengroße Uhr drin. Ah, wenn ich nur wüsste, wie spät es ist. Oh, mach keinen Scheiß. Alter, ist viel zu laut, viel zu laut. Was? Wer macht diesen Lärm? Scheiße, 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 scheiße. What? Zuerst gewährt der Tod dem Mann aus dem Westen, wenn er die Reise gehabt. Keine Ahnung. Oh, in die Lampe stehen. Nein, ihr Lieben, nein, 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 nein. Ich vergesse eine Bild wieder hinzustellen. Willst du das wieder, Lukas? Ich sag dir immer,
Junge. Nee, so nein! Nein! Scheiße, ich fass das nicht an. Alle mal schnell, Junge. Kann ich. Hochtickst. So, das ist zu. Ah, das haben wir. Steh. Pack dich hin, Junge! Haben wir irgendwas vergessen? Hey. Hi. Noch ein bisschen was zu essen. Toll. Schön. Da ich Bock drauf. Ja, ich kann sie gleich mitnehmen in den Teller. Riecht das nicht einfach himmlisch? Aber ich hab's extra für dich gemacht. Toll. Hä? Was denn? War jemand hier drin? Ja. Papa war hier. Irgendwas stimmt nicht. Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Ich habe mir gedacht, du würdest nicht essen, also habe ich dir was anderes gebracht. Okay, sie hat also nicht gemerkt, dass der Löffel nicht da ist. Das ist schon mal ganz gut. Alter, knappe Kiste, das muss mal hoch. Erstmal, was haben wir hier? Jetzt haben wir zur Hölle sind diese Leute? Ja, Verrückte. Alles Verrückte. Der Kocher. Oder soll ich hier wirklich reinkicken? Hausgemachtes vom Feinsten. Oh, wirklich? Kann er das echt machen? Oh, nee! Was hast du? Boah. Ach, krass, und gleich. Hat uns nicht übergetan, der Bissen hier. Oh, scheiße. Okay, gut. Alles klar. Was? Die Lampe, was? Der Zettel lag natürlich unten, ne? Zuerst gewährt der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Moment mal. Sieg doch Fleisch. Und dann sag doch mal Fleisch. Ja, du kommst mal hier hin. Denn hier der komische, der Tote. Und hier. Aha, eine andere Seite. Okay. Wo wird's denn hier gehen? Okay. Kriege ich Garbage. Okay, wir nehmen das mal erstmal wieder mit. Okay, Gabelblatt, Löffel. So viel wissen wir. Hier hin. Du kommst hier hin. Warte mal. Ah, okay. Alles klar. Auf dem Zeug sind Zeichen drauf. Also Apfel. Blatt Schlange? Wie es in dem Buch jetzt war, oder was? Apfel. Blatt. Schlange. Und? Nee? Oder was anderes? Und Schlange, hinten Apfel. Could this be?
Ja. Moment, habe ich alles zurechtgeräumt? Ja, ne? Aha. 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 Aha, wird ein bisschen hier schönet. Aha. Kann ich das hier auspopeln? Nee, kann ich nicht. Scheiße. So, was haben wir da? Mit dem Messer. Oh, 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 oh. So, was haben wir da? Was ist das? Festbrennstoff. Oh, warte mal hier. Leoband wird doch immer hier mit Messer aufgemacht bei Resident Evil. Immer. Nice. Okay. Hier ist der Schlüssel. Das ist das Ding für unterm Bett, ne? So, hier muss man aus irgendwas auch immer. Kann ich jetzt wenig. Gute Frage. Hier wird man wahrscheinlich die Lampe drin stellen, ne? Ja, genau. Frage ist jetzt nur. Zu? Wie kriegt denn die Schublade hier auf? Mit ein bisschen mehr Kraft. Nein, sie ist offen. Scheiße. Das ist nicht gut. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Kriegen die wieder zu? Jetzt seht ihr doch, wie der hier hinkommt. Ist hier wenigstens irgendwas drin? Nee. Komplett für den Arsch. So ein Dreck. Okay. Ja, das war also nichts. Okay, die Dinger sind am. Also, ja, warte mal. Moment. Hier sind Kronkorken. Und jetzt probiere ich doch mal. Schalalalala. Und. Feuerzeug. Kann ich nicht benutzen. Okay, warum kann ich das nicht benutzen? Ah. Moment mal. So. Kombinieren mit dem Festbrennstoff. Ja. So, das stellen wir jetzt dahin. Alter, was ist los hier? Und Feuerzeug. War vielleicht jetzt nicht so die geilste Idee. Ich werde hier noch verrückt. Scheiße. Ich muss zurück. Ach du Kacke. Jetzt bin ich aber am Arsch, Alter. Jetzt bin ich am Arsch. Die sieht, dass die Schublade offen ist. Oh nee. Jetzt bin ich am Arsch. Warte mal, die Kocher muss ich noch zurückstellen. Kann ich den Kocher überhaupt zurückstellen? Macht das keinen Spaß, verdammt! Nein! Ja, die wird mich kriegen. Also, der Kocher steht jetzt nicht da und... Ach du Scheiße, die Schublade ist offen. Hey! Hä? Ja, hey. Hey, Moment mal! Guck nicht auf die Schublade. Oh, die Schublade hat sich nicht von selbst geöffnet. Du bist ein böser Junge, Clancy. Oh nein. Warst du aus dem Bett, du kleines Stück Scheiße? Nein. Wie bist du losgekommen? Nein, mach ich nicht.
Lüg mich nicht an! Ich merke, wenn jemand einfach Dinge anfasst, die er nicht anfassen soll! Nein, ich war's nicht! Das war Lukas! Er war gerade vor einer Minute hier! Lukas? Oh, Lukas, ich dachte, ich hätte dem Jungen gesagt, dass er dich noch nicht haben darf. Was? Alter! Oh, knappe! Sehen, bevor sie mich umbringt. Knappe Kiste! Okay, gut, jetzt. Ich würde aber sagen, wenn ich das Ding jetzt nehme und ich die benutze, dann ist der ab. Dann ist der ab. Okay. Hier ist noch einer. Kann ich den zusammenschrauben oder was? Ja. Okay. Laterne hat ein B. Weil das haben wir nicht, dass ich nachher diese Ding wieder ranschrauben soll. Okay. Gut, dann machen wir es mal so. Ja. Kommst du hier? Nee. Wahrscheinlich doch hier vorne. Ja, das sieht schon aus nach Medusa-Hahn. Oder? Ja, komm. Jawohl. Okay, das war das erste. Was machen wir jetzt? Ich bin gerade vor mir in eigenen Schatten hier erschrocken. Could it be? Ja, komm. Was ist es doch? Hör mal. Cool. Geiler Shit. So, was ist jetzt? Was ist das? Schlangenschlüssel. Take it. Klerzi, wo bist du? Bist du da drin? Schnell, schnell! Denk nach! Scheiße! Ist sie jetzt die ganze Zeit da drüben? Nicht fucking Messer oder irgendwas nehmen hier? Lass mich! Oder? Nein! Oh Gott!
Scheiße. Das lief nicht so gut. So, jetzt haben wir die Schlüssel. Und sie? Und sie kommt jetzt. Sie ist jetzt da. Clancy, wo bist du? Bist du da drin? Schnell, schnell! Denk nach! Nur zu, Miststück. Ich hab was für dich. Okay. I killed you! Steh zu, Miss! Steh zu! Oh Gott, ich steh wirklich zu! Oh Gott! Ja, ja. Und das Schlimme ist, ich hab diese Dreckslampe nicht. Nein, 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 nein! Mach jetzt auf das Ding los! Die steht da gleich wieder! Oh. Verpissen schnell! Geschafft! Oh, okay. Ah, fuck. Ey, wir hätten vorhin einfach bloß das Messer ziehen sollen. Damned. Na gut, okay, alles klar. Ich finde, wir sind trotzdem gut vorangekommen irgendwie. Also, das lief recht gut, muss ich sagen. So, Freunde. Das war das Schlafzimmer-DLC von Resident Evil 7. Ich hoffe, es war euch schlüpfrig genug, ihr Lieben. Ich würde sagen, lasst ein bisschen Liebe da. Haut in die Kommentare, wie geil es war oder wie nicht. Und checkt auch mal die anderen Videos, die wir hier am Start haben. Und dann sag mal, bis zum nächsten Video. Bye, bye.